Hallo, herzlich willkommen zu einem Test. Heute spiele ich für euch Dino D-Day. Habe ich jetzt für 3 Tage kostenlos. Mal ausprobieren. Und ich bin auch dabei. Ja, aber leider nur in der Kombi. Ja, ich wollte mir das Spiel auch holen, aber das ist nicht mehr kostenlos. Gibt jetzt die 2,50 € bei Steam. Mal sehen, was das taugt. Urteilen. Oh, ich bin tot. Hast du gerade neu angefangen? Ja. Ja, irgendwie Dinos zu killen ist echt schwer. Zum bei YouTube ein Video mit 300.000 Aufrufen. What the fuck ist Dino D? Das frage ich mich ehrlich gesagt auch, ey. Ist gar eigentlich ganz lustig so. Ja. Aber ich glaube, es ist echt schwer. Sieht auf jeden Fall hammerwitzig aus, das Spiel. Auch so die Artworks, die es dazu gibt. So. Kannst du ein bisschen erklären, was man da machen muss? So, es ist ein Ego-Shooter, wo Dinos und Menschen gegeneinander haben. Und was bist du gerade? Ich bin ein Mensch und bin tot. Es gibt auch so Dinos, so ganz kleine Dinos mit Kanonen auf dem Boden, kann das sein? Ja. Ja, die Dinos sind irgendwie, ja, seht ihr, ein bisschen vercrackt und, also nicht vercrackt, ein bisschen aufgemotzt. Ich bin im Moment hart an Abbüßen dabei. Und das sind Nazis teilweise, ne? Mhm, kommt mir auch so vor. Also, ich hab grad sowas wie machen können. Kommt das her? Ich bin gleich wieder zurück, ich stell den Spieß auch mal kurz leiser. Da sind wir wieder mit Dino D-Day. Das ist so krass, ey. Ja. Dino D-Day. Aber es ist echt ganz lustig. Auch wenn ich die ganze Zeit echt abwürze, aber... Aber ist es nicht ein bisschen makaber, dass das irgendwie Dinos mit Hakenkreuzflaggen drauf sind? Dinos mit Hakenkreuzflaggen? Ja, hab ich gerade ein Bild. Noch nicht gesehen. Das ist bestimmt die Story. Ich spiele ja gerade nur online, ich kann nur online spielen. Ja. Warte, es gibt Story-Modus. Bestimmt. Ohne Spaß ist die... Alter, die Dinos sind aber übermächtig, ey. Also... Dann hole ich mir das auch, weil das sieht eigentlich ziemlich geil aus. Das hat zwar mega den schlechten Metascore. Aber ich glaube, so ein Spiel kann ich nicht einlassen. Das ist für 2,50 echt nice. Ich habe früher mal Paraworld gespielt. Kennst du das? Nö. Das ist so ein geiles Spiel. Das ist ein Strategiespiel wie Command & Conquer. Und da hast du halt Dinos, also du kämpfst mit Dinos und Soldaten gegeneinander. Und da gibt es zum Beispiel auch Titanen, das ist so ein mega riesiger T-Rex. Und die sind dann mega stark. Und hast du unterschiedlichste Dinos, Stegosaurier und so. Aber ganz ehrlich, was ist denn das für ein Nazi-Spiel? Das ist total kacke und krank. Irgendwas hat das mit den Nazis auf sich. Ich hoffe... Ja, das kommt auch so ein bisschen so rüber. Man muss die irgendwie abschlachten, die Spasten. Das Bild, nein. Mag mir stimmen. Aber ich glaube, es geht eher um Dinos. Aber die Dinos sind echt hart stark, aber... Ja. Kaum Leben. Aber diese Kanonen, die sind sehr drauf. So ein riesiger Triceratops mit Kanone drauf. Mhm. Ja. Sieht aus wie so ein Tank. Ja, der ist krass. Dinos haben ja echt so große Panzerelemente. Also deren Körper besteht ja hauptsächlich aus Knochen, finde ich. Ne? Boah, jetzt bin ich so ein Dino. Was für einer? Passt nicht durch die Tür. Bist du ein kleiner Dino? Mhm, so ein Raptor? Der mit dem Panzer. So, du kriegst halt ein Panzer. Kann. Pam, das jetzt die Ziege einfach weg. Stellt irgendwie den Zweiten Weltkrieg mit Dinosauriern da, kann das sein? So Amerika gegen Deutschland. Gegen Nazis.
sehe es gerade, aber das sind diese abgeschwächten Nazi-Kreuze. Hab ich gerade gesehen. Das sind einfach nur diese Kreuze. Okay. Die ist auch bei Black Ops 1. Ja, das ist wahrscheinlich, weil es die deutsche Version ist. Weil. Mhm. Ja, genau. In Amerika ist es dann sonst tatsächlich die harten Kreuze. Guck gleich mal, ob ich ein bisschen Trivia dazu finde. Wir gehen zu zweit jetzt hier mit diesen Paintings rum. Wir hauen alles weg, ey. Wo bin ich denn? Es gibt auch so, T-Rex, so... T-Rex mit Maschinengewehren. Vielleicht ist es MG drauf. Will ich noch bekommen. Ja, das ich ist guck echt mal nice. Nach, ja. Ich guck gleich mal nach ein bisschen Trivia. Es gibt hier so geile Bilder auf der Website, aber die kann man nicht runterladen. Ich bin mal so ein kleiner Vogel sein. Ich kann fliegen und so bestimmt. Ja, so halbwegs, ne? Ich könnte. Aber das war hier nicht durch die Tür pass. Wow. Ich könnte jetzt natürlich den Bildschirm einfach abfotografieren mit dem Tool. Müssten wir. Kann man das Multiplayer in Teams spielen und so? Ja, ist wie COD. Das ist ja so. Wir könnten das eigentlich alle kaufen. Philipp, Moritz, du, ich. Und dann zocken wir das so als Trash-Let's-Play. Ich hab damit kein Problem. Aber die Grafik, muss ich sagen, Alter, die ist eigentlich für ein 250-Game ultra. Echt? Ja, ist so COD mindestens. Bin ich besser. Dein Ernst? Ja. Ganz kurz. Ich dachte, das wäre so Arma 2. Oh, ich war doch gerade oben. Wo bin ich denn? Crackmeier, 11, 12. 11 Abschüsse, 12 Tode. Nicht schlecht. Dafür war es nicht mal weiß, wie man sich hielt oder sonst was. Ich glaube, die anderen, die das spielen, wissen das auch nicht. Ich schon wieder nicht durch die Tür. Ah, jetzt. Aber so schwer ist es nicht, das ist ein Ego-Shooter. Oh, ich habe noch zwei gekillt. Ich glaube, dass die Punkte gekillt sind. Also ich bin mir nicht sicher. Ich habe das gerade die erste Runde gespielt. Naja, 10 Sekunden bevor ich es aufgenommen habe, habe ich es gespielt. Wie lange? 10 Minuten? 10 Sekunden, 20. Dann hat Josh gesagt, nimm doch auf. Ja. Und das ist echt ganz lustig. Also ich guck mir dann das Video an und entscheide dann, ob ich es auch spiele. Das klingt echt ziemlich witzig. Das ist eine Scheiße, wenn man schießt. Alter. Dann sieht man kaum noch was durch den Bauch, der ja. Vorne aus der Kanone im Bauch hat. Ich guck mir gleich mal die Wände an, aber das ist echt COD-grafisch schon. Wirklich besser sogar. Von welchen COD Studio sprechen wir denn? Black Ops 2 natürlich. Dein Ernst? Ja, mein Ernst. Hier, guckt euch das mal an. Hier, das Gras sieht auch relativ geil so aus. Richtig, glaube ich, sogar, wenn man überlegt. Weiß. Nice.
war mal wieder Mensch. Wahrscheinlich war die Runde vorbei ist. Ja, die Waffen für die Menschen sind, glaube ich, ziemlich unpräzise alle. Sind sie denn sehr im Nachteil? Hm? Sind die sehr im Nachteil, die Menschen? Die Dinos, die haben zwar fette MGs und so drauf, aber die sind dadurch schwächer. Die sind schwächer. Die halten kaum was aus. Menschen halten ein bisschen was aus, glaube ich. Aber ich glaube, die Dinos sind doch ziemlich im Vorteil. So, ich gucke, was das Internet zu dem Spiel zu sagen hat. Aber jedes Team hat ja Dinos und Menschen. Das ist... Boah, Alter. Komm, Raptor von hinten. Ist so ein bisschen wie bei Star Wars Battlefront. Nee, Star Wars Battlefront ist ein schlechtes Beispiel. Hier. Herr der Ringe Eroberung. Da gibt es ja auch Trolle und Olifanten und Ents, die man wahlweise spielen kann. Dann die anderen sind halt auch Menschen. Und die sind halt zwar übermächtig, sind aber auch ein größeres Ziel. Sie schieß ich nicht. Hallo. Darauf ballern wir mal alle. Steam, Dino D-Day Runaway. Oh, der kleine Dino kann auch gucken. Das Falsche. Ich kann mal die echt die kleinen Dino haben. Das kann ich schon wieder nicht schießen. Steam sagt dazu folgendes. Und zwar 1942 Adolf Hitler hat erfolgreich die Dinosaurier wiederbelebt. Die Reptilhorden zertrampeln Europa und die Mittelmeerregion. Kann nichts die Dinosaurierarmee der Nazis stoppen? Dino D-Day ist ein wildes, actionreiches Multiplayer-Spiel, welches sich zu einem zweiten Weltkrieg bringt. Wie er hätte sein sollen. Stimmt, irgendwie die Nazis haben versucht, die haben Experimente mit Dino-DNA gemacht. Das stimmt, glaube ich, sogar. Mhm. Meinst du, Dinos hätten, haben kriegerische Vorteile? Ja. Jetzt kämpfe ich mit Fäusten, Alter. Jetzt gebe ich ihn. Komm. Bam, bam, bam. Wo ist das kleine Mistvieh? Ich glaube auch gar nicht, dass es so eine abwegige Idee ist, dass dann irgendwie in hunderten von Jahren das möglich ist, mit Hilfe von DNS, keine Ahnung, aus Bernstein entschlüsseln oder so, Urzeitkrieger zu klonen. Ich glaube nicht, dass es... Ich glaube, das geht sogar früher schon. Ja? Ja. Und dann könnte es natürlich leider tatsächlich dazu kommen, dass Dinos als Kriegsmaschinen eingesetzt werden könnten. Also stell dir mal vor, es gibt so Dino-Zuchtfarmen. sehr hart. Die extra Dinos züchten für den Krieg. Das wäre so absurd und makaber. Das ist schon fast schon wieder stimmt. Ja. Weil so ein Dino, die haben ja echt... Die sind gut gepanzert. Ja, vor allen Dingen hier im Game, ey. Raptoren und so sind echt voll geil. Ja, ja, so ganz kleine Raptoren, die sind schnell, giftig, viel, also es werden ja Hunde eingesetzt im Krieg. Und Raptoren werden viel heftigere Gegner als Hunde. Heilige Scheiße, ein Raptor kommt auf mich zu. Da haben echt kaum eine Chance, ey. Die sind ja auch tatsächlich schnell gewesen, die. Aber man stirbt echt schnell. Ich finde ein bisschen zu schnell als Mensch. Spielkritiken. Jetzt mit neuen Maps, Spielmodi und spielbaren Thunder Lizards. Denken wir, Dino D-Day, D-Day, ist definitiv einen zweiten Blick wert. Sagen PC-Gamer im Januar 2012. Auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Ist eigentlich ganz lustig so zwischendurch. Ach so, hier der Text geht noch weiter. Oh mein Gott, ein Raptor, ich bin tot. Keine Chance, ey. Gleich ist die Runde, glaube ich, vorbei. Sie und ihre Freunde können wählen, ob sie der Sache der Alliierten oder der Nazis dienen wollen. Okay. Die Alliierten beinhalten 7 spielbare Charaktere, jeweils für den Kampf gerüstet und mit einzigartigen Waffen der Fähigkeiten ausgestattet. Schließ ein Dilophosaurus mit einem teuren M1 Granat Garant nieder. Hol mir einen Kamikaze-Flugsaurier
Oh mein Gott. Hol Kamikaze Flugsaurier mit der Thompson Maschinenpistole vom Himmel. Oder wirf einen toten Hasen als Köder aus, um den Raptor in die Falle zu locken. Alter, was ist das für ein kranker Scheiß? Als Spieler der Achsenmächte haben sie die Wahl zwischen drei menschlichen und drei Dinosaurierklassen. Überfallen sie als Raptor ihre Feinde aus dem Hinterhalt mit Geschwindigkeit und Tücke, beschließen sie den Gegner erbarmungslos mit der 20mm Kanone des Desmatosuchus. Laufen sie Amok durch feindliche Gruppen mit dem Diplodocus. Schnappen sie sich einen Körper und werfen sie ihn auf den Gegner für einen Double Kill. Bevorzugen sie jedoch eine Waffe in der Hand, denn dann sind sie deutschen Soldatenklassen das perfekte Gegenstück zu ihren Dinosaurierkameraden. Sie haben zwei Weltkriegsspiele gespielt, aber jemals eins mit Dinosauriern. Also die Entscheidung, dass man Nazi spielen soll, beziehungsweise die andere Wahl dann auf Alliierte fallen würde, finde ich grenzwertig. Und zwar sehr grenzwertig. Oder? Ja, aber hätte man nicht einfach sagen können, ja gut, das sind jetzt zwar Deutsche und das andere sind Amerikaner, das ist für mich nicht eine neutrale Sache, aber ich will jetzt nicht Nazi spielen. Ich will doch nicht der Fraktion. Leute, ich weiß nicht, warte mal kurz, ich weiß nicht, ob ihr Josh teilweise noch hört, weil das Spiel, ich habe das sogar auf 1% runtergedreht, den Sound, aber es ist immer noch ziemlich laut. So. Tut mir echt leid. Ohne Sound ist auch scheiße. Du brauchst auf jeden Fall einen Pentium 430 Prozessor. Die und Grafik sieht echt eigentlich gar nicht so schlecht aus, obwohl der Himmel sieht echt scheiße aus. Alter, du brauchst für die Grafik eine Nvidia 6600. Na gut, dann kann man es auf schlechtesten Details spielen, aber naja. Ey, ich hasse die Sniper. Das ist echt scheiße. Aber es ist echt ganz lustig, mal so zwischendurch oder so. Wenn du sagst, es ist zu laut, du kannst du unten rechts den Skype lauter machen. Stimmt, Leute, dann mache ich das mal kurz, ich bin gleich wieder da. Wo ich denke, ich habe Skype immer auf volle Lautstärke, aber ich gucke einfach mal, bis gleich. Da sind wir wieder. Der Sound ist nun leiser. Josh ist nicht lauter, aber der Sound vom Game ist leiser. Ich guck mir mal einen Trailer an. Und das, der Sound war ganz runter gedreht, aber ich habe jetzt im Ingame, muss leiser gemacht. Das sind zwei. Das Spiel wurde am 8. April 2011 veröffentlicht. Und es wird gar nicht als Shooter bezeichnet, sondern als Action-Indie-Spiel. Also für mich ist das ein Shooter, also... Das ist auf jeden Fall ein Shooter, also... Da kann man nichts anderes Alter, sagen. Wie der T-Rex, der beißt ja in die Soldaten rein, schmeißt sie hoch und isst sie dann. Also fängt sie ja mit dem Mund auf, ne? Ich hab... Wirklich, hier sind nur kleine Dinos im Moment. Ein T-Rex gibt's nicht. Okay. Vielleicht kriegt der beste Spieler oder so nachher ein oder so. Geil, das wäre ich. Ja, also T-Rex gibt's nicht. Und das wundert mich echt, ich spiele das wirklich zum ersten Mal gleich so gut. Aber es gibt T-Rex. T-Rex. Wie nennt man das? T-Rex. Nee, wie krank. Man kann auch die Gegner pissen als Dino. Wie? Ohne Witz, ey. Was ist das für ein Game? Ich habe noch nie ein Game gesehen, wo man auf Gegner pissen kann. Noch nie. Wie kranke Scheiße. Aber man kann es offenbar. Nee, du musst unbedingt mal T-Rex spielen, wenn das geht. Die sind krank. Vielleicht kommt es auch auf die Map-Größe an. Kleine Maps gibt es die dann wahrscheinlich nicht. Oder? Ich glaube hier auch nicht, weil das wäre echt unfair. Wenn man hier einen T-Rex hätte, ey. Man würde es vor allem mal mit über die Hälfte der Map nicht mehr durchkommen. Ja, siehst du, dann ist wahrscheinlich von der Map abhängig, welche Dinos du benutzen kannst. Das kann gut sein. Man stirbt echt mega schnell, ne? Ja, und hier sieht man die Kreuze.
Aber ich finde nicht, dass die Grafik besser ist als COD. Das ist so Counter-Strike-mäßig, ja. Counter-Strike-Source. Ja, aber ich finde, die Grafik ist echt eigentlich... Ja. Also von nah rangehen und so. Die Mauern sehen viel geiler aus. Okay. Aber kann man jetzt auch nicht vergleichen, finde ich. Aber sind es schlichter doch alles, oder? Ist doch nicht so detailreich wie Call of Duty. Also hier die... Und Baroni die Texturen, da, doch. Die Bodentexturen. Naja. Okay, Bodentexturen nicht so, aber hier zum Beispiel die Pepperoni oder so. Also ich finde, die sehen echt gut aus. Und die Maps sind doch auch viel einfacher gehalten. Ja, aber so vom Ding her finde ich die eigentlich echt besser. Ich sehe nichts mehr, ich kann keinen mehr killen. Was? Gibt's keine großen Dinosaurier in dem Game gerade? Ich spiele ja nur online. Die gibt's bestimmt ja. In Einzelspieler. Bestimmt aber auch im Online-Modus. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann T-Rexe gegen Menschen behaupten müssen. So wie es aussieht, aber schon. Nimm natürlich die Alice hier. So, welchen nehmen wir denn? I like the... Moritz. Moritz. Wir nehmen gerade was auf. Aber es ist kein Problem, dass du da bist. Wir machen gerade ein kleines Let's Test Video von Dino D-Day. Jetzt habe ich das erste Mal richtig ausgesprochen. Oh, ist Rocky gerade. Ey yo, Dino D-Day. D-D-D. Lol. Jonas ist ganz überzeugt von dem Spiel. Wir könnten das ja mal als Battle machen. Das kostet nur 2,50. Yeah. Was ist denn das? Da kämpfst du mit Dinosauriern gegen Menschen und umgekehrt. Turok. Hm? Turok. Was heißt das? Kennst Jonas, du Turok? Ich mein... Nein. Alter. Ich finde das Game so geil, das habe ich früher auf dem Gamecube so gesuchtet. Auf der Playstation? Play sie nicht so, weil es online eigentlich kaum was los war mehr. Ja, du hast ja auch gleich von Start an Modern Warfare 2 gehabt, ne? Das war ja dann nicht ja. Wie lange soll das gehen? Wie lange soll das Video noch gehen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, jetzt ist eine Runde gerade vorbei, aber... Ja, dann würde ich sagen... Nein, ich spiele noch eine Runde. Das ist echt lustig. Also meiner Meinung nach finde ich das Spiel nicht so toll, weil die Dinosaurier sehen irgendwie aus wie Pferde. Lol, ich kann nicht schießen. Okay, ihr habt Glück. Jonas mag das Spiel und will weiterspielen. Also Jonas, wann hast du morgen Schluss? Ich bin um 3 zu Hause ungefähr. Das ist ja Freitag. Magst du dann um 3:30 zum Bahnhof kommen? Um 3:30 bin ich am Bahnhof, ja, mag ich. Weil die Videos, die letzten beiden, die sind fast ein Gigabyte groß, das kann ich nicht. Gut. Für unsere schöne Battlewoche müssen wir noch hochladen. Ja, ja, und ich gebe dir dann, ich rende denen auch gleich die letzten Vorvideos, also die man davor schneidet, und dann machen wir über Bildschirmübertragung, dass das dann alles klappt, ne? Oh mein Gott, hey, Josh, ich glaube, der Dino hat gerade auf mich gepisst oder gerotzt oder sowas. Gepisst. Ja, dann wohl gepisst. Ohne Spaß, das geht dazu. Das geht ja echt. Aber im Moment, ey, ruckelt's ganz schön. Es ruckelt? Ja, das liegt an den Servern. Ich habe eine Ping von 300. Vor allen Dingen mit den Schießen. Also es geht eigentlich so mit Ruckeln, aber ich kann teilweise nicht schießen. Okay. Und du sagst, es gibt einen Story-Modus. Bestimmt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass man online in D-Rex spielen kann. Doch. Und Leute, wenn ihr... wenn euch das Spiel gut gefällt... Wenn euch das Spiel gut gefällt und ihr wirklich Bock auf den Story-Modus... Oh Gott. Okay, wenn ihr Bock auf den Story-Modus habt von Dino D-Day, dann schreibt in die Kommentare und Jonas wird's machen. Oder genau. Nicht. Und wenn Jonas nett ist und Bock drauf hat, dann macht er das dann auch. Ja. Und lädt das für euch hoch. Dann müsst ihr euch nicht das blöde Spiel kaufen. sondern könnt das einfach so genießen. Und es wird auch demnächst wahrscheinlich noch, wenn es keine technischen Probleme gleich mehr gibt, von mir ein neues Let's Play kommen. Das ist ein Scheiße, da ist ein kleiner Raptor. Das ist noch ein Geheimnis, aber man kann sagen, es ist ein Klassiker. Und
eins der besten Spiele, die es gibt. Achso, Josh, wenn ich dieses seriöse Spiel, was ich habe, mache, ja. Wenn es mir gefällt, das würde ich auch am Anfang des Let's Plays machen, werde ich die seriöse Fortsetzung eventuell auch machen. Ja. Aber dafür die... bräuchtest du meinen seriösen Key. Nein, die direkte Fortsetzung erstmal. Ach so. Und dann, wo würdest du sonst die noch eine seriöse Fortsetzung? Gibt's ja auch noch. Scheiße, stell dir das mal vor, Alter. Zwei seriöse Fortsetzungen. Das kann's nur sein. Ich habe gerade keinen Plan, worum es geht, Leute. Boss. Also. Nein. Sicher nicht. Also würdest du das, ne? Können wir ja in der Nichtaufnahme besprechen. Wäre die Frage, ne? Ob der Teletubby-Boy-Kanal so etwas überhaupt verträgt. Oder und ob die Masse noch nicht bereit für so eine Unglaublichkeit ist. Und ob du noch Lust hast, das nochmal zu machen. Zu spielen. Also ich denke, ich werde es auf jeden Fall dann nochmal spielen. Und ich habe natürlich schon drüber nachgedacht. Das ist ebenfalls... Wenn nicht, können wir ja auch was mit dem, machen. Mit dem Medium des Let's Plays zu kombinieren, aber ja. Mein Gott, das ist ein kleiner Vogel. Viel Aufwand. Man muss ein Spiel auch mal auf sich wirken lassen erstmal. Und dieses Spiel ist für mich eins, was man auf sich wirken lassen muss. Empfehlen. Nein, ich bin, ich meine, es sind 40 Folgen, wären das dann locker. Nein, ich weiß nicht. Worauf es hinausläuft. Und 40 Folgen, 15 Minuten minimal. Das wird ein Aufwand exorbitant. Okay. Also wenn ich an mein Alan Wake Let's Play denke. Ja. Ich habe ja, du kannst es ja immer noch noch Jonas geben, der es hochlädt. Der hat ja kein Problem. Ja, ich würde auch hochladen. Dann geht das einmal durch alle Teletubbies Boys, aber... Ja, dann müsste ich... Philipp gibt's vorwärts. Dann würde ich das halt wirklich so machen, wenn ich das mache, dass ich... Können wir ja in der Nichtaufnahme gleich besprechen. Ja, dass ich sage, ich tue mir einen USB-Stick ran, 16 GB, packe da alle gerenderten Videos drauf und Jonas lädt sie hoch. Jo. So, das wäre dann der Kompromiss. Ja. So, jetzt brauche ich nur noch ein Deutsch-Patch für das Spiel. So. Ja, Josh, eben war eine Runde vorbei, jetzt fangen alle Punkte neu an. Und ich würde sagen, das war's schon von Dino D-Day. Genau, danke fürs Zugucken. Jawohl. Danke fürs Zugucken. Jonas, nochmal kurz ein Feedback. Was sagst du zu dem Spiel? Ich find's echt ganz lustig so. Also, wenn man das für 2,50 kauft. Ich habe das jetzt 3 Tage kostenlos, also... Wie findet ihr die Grafik? Die Grafik finde ich echt ziemlich geil. Was? Ja, ich kann es nicht so richtig beurteilen, was ich gesehen habe. Also ich finde die so echt ziemlich auf nice. Counter-Strike-Niveau. Aber Jonas sagt, schlägt sogar Call of Duty. Aber das finde ich ein bisschen übertrieben, die Einschätzung. Und Atmosphäre? Story? Kann ich dich zu sagen, aber es ist eigentlich also, wie ein Ego-Shooter mit Dinos und... Was ich tatsächlich sagen kann, zu so einem Random-Spiel, die Story, die dahinter steckt, ist zwar sehr mau, aber die Idee finde ich trotzdem krass. So, also die Idee Dino DNS im Krieg und so weiter, hat ja schon angesprochen, hätte man mehr draus machen können. Also so ein richtiges Blockbuster-Game. So, wie das Spiel, was Moritz demnächst spielen will. Also in diesem Sinne... Es ist jetzt fertig gerade hier, ich kann es jetzt gleich hoch. Ich bin gespannt. Kommt jetzt vielleicht etwas später. Ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, wenn ihr das hier gesehen habt, was für ein Game es ist. Aber danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein. Tschüss.